ihr Lieben, hier bin ich wieder, diese Sanne von Bollenhutart. Und jetzt sind wir Mitte in den Weihnachtsfeiertage, Ferien. Und also die Feiertage sind jetzt rum und ich hoffe, ihr habt sie alle schön verbracht im Kreise von eurer Familie, wenn es denn gegangen ist. Also genau, und ja, bei uns war es recht ruhig, muss ich sagen, aber das hat auch mal gut getan. Und ich war wieder kreativ. Also ihr habt gemerkt, ihr habt jetzt ein paar Tage nichts von mir gehört, weil ich hatte einfach nichts im Vorrat, muss ich jetzt einfach sagen. Ich habe auch ein bisschen ruhiger gemacht und bin ein bisschen zurückgefahren und so. Und ja, aber dann hat es mich natürlich wieder gepupfert, so sagt man bei uns. Und dann musste ich natürlich wieder in mein Bastelzimmer. Um mich rum sieht es aus. Ihr glaubt es nicht, das zeige ich euch auch nicht, weil das ist ein bisschen nicht so toll im Moment, aber das ist halt so. Wenn man kreativ ist, dann sieht es aus, wie hat Jutta von Funkelkrammel gesagt, bei mir sieht es aus, wie wenn mein Bastelschrank explodiert wäre. Irgendwie sowas. Und so sieht es bei mir auch aus, wie wenn meine Bastelsache explodiert wäre. Naja, und da sind wir eigentlich gleich schon beim richtigen Thema. Und zwar, wenn ihr meine Videos in letzter Zeit gesehen habt, dann henne öfters mal solche kleine Puppe gesehen, wo ich da diese Tim Holtz kleine Figürle, wo ich da öfters jetzt benutze, weil ich habe da so eine Packung gekauft und da sind über 100 solche Figuren drin. So, jedes Mal, wenn ich dann so eine Figur mir rausgesucht habe, habe ich die Packung halt genommen. Das war so klein und dann habe ich die Figuren da rausgenommen, da lag das da alles da unten auf meinem Schreibtisch. Dann sucht man sich das richtige Figürle raus und hinterher muss man aber das ganze Zeug wieder einräumen. Und nach dem dritten oder vierten Mal ist mir das jetzt so auf den Keks gegangen, dass ich mir gesagt habe, jetzt muss die Susanne mal was machen, damit sie es da einfacher hat. Und ich habe so schöne alte Bücher, das waren solche. Drei Stück habe ich da bei eBay mir ersteigert für wenig Geld. Die habe ich schon eine Weile rumliegen gehabt. Also den ganz, ganz, ganz tolle Seite, muss ich sagen. Die sind so glatt glänzend. Also wenn man drüber fährt, spürt man auch die Schrift, wie sie gedruckt wurde. Und die sind auch schon ein bisschen älter. 1915 das eine, anders glaube ich 1913. Naja, und ihr wisst ja, die müssen ja bei mir dann schon mal dran glauben. Und das eine hat jetzt dran glauben müssen. Und zwar, ihr habt es ja in der Überschrift schon gesehen, habe ich mir jetzt so einen, es heißt auf Englisch Ephemera Holder gemacht, also auf Deutsch gesagt, ich sage jetzt mal wie so ein Briefmarkealbum für Junk Journaler, wo ihr alles reinstecken könnt und zwar komplett selber gemacht. Und es ist ein bisschen mutiert, also ich kann es jetzt nicht anders sagen als mutiert, weil ich zeige euch jetzt mal den Buchrücken von dem einen und von dem anderen. Also so war es original, so ist es jetzt. Oh, ich breche fast zusammen, Leute. Ja, das ist der Schätzele. Der Spine, also der Buchrücke, den habe ich verbreitert. Weil da ist jetzt einiges drin. Und da sind jetzt nicht nur die Puppe drin vom Tim Holtz, sondern auch alles andere, was ich vorher da oben rechts in der Ikea-Kiste da drin hatte. Da ist nicht alles drin, aber ich sag mal, für mich jetzt die Sache, wo ich von meiner Seite aus gedacht habe, das benutze ich jetzt mal öfters. Und ich will dann auch, dass es übersichtlich ist. Weil in der Kiste habe ich halt festgestellt, da war halt alles drin. Ich habe so schöne Aufkleber und Sachen, die habe ich gar nicht mehr gefunden. So, wie sag mal, wenn man den Baum, ne, wie heißt es, den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht oder so ähnlich. Ihr wisst schon, da war zu viel Zeug drin. Und zu wenig Übersicht. Und darum habe ich das jetzt gemacht. Und benutzt habe ich ganz viel so Deko-Blöcke, wo ich da bei Action und so gekauft habe. Da sind ja oft so Seiten drin. Manche Seiten gefallen einem halt nicht so. Und dann sind die da ewig im Block. Und dann habe ich gedacht, naja, für das kann ich ja das jetzt nehmen. Weil wenn dann hinter das Zeug drin steckt, dann sieht man von der Seite eh nichts mehr. Ich zeige euch jetzt gerade mal eine Seite, wo mit einer Puppe voll steckt. So sieht es aus. Also ihr seht jetzt die Puppe, alle. Also ich habe da mehrere Seiten, weil 100 Puppe müssen irgendwo einen Platz haben. Die können nicht alle auf dem gleichen Blättle wohnen, bis sie mal aufgebraucht sind. Aber
Ja, und so habe ich es mit der Aufkleber und mit allem Möglichen gemacht. Das steckt jetzt alles da drin. Ich muss sagen, wenn ich noch mal eins machen müsste, würde ich es nicht ganz so breit machen, weil es ist jetzt halt, es ist ein Uschi, gell? Und wenn man jetzt aufmacht, der geht auch nicht mehr so ganz flach auf. So kann ich es jetzt am besten zeigen. Ich komme aber an meine Sache hin und ich habe trotzdem eine gute Übersicht. Und wenn ihr das nachmachen wollt, dann machen wir halt einfach weniger Signaturen rein. Dann können wir es auch besser aufklappen. Und was ich da auch noch gemacht habe, ich habe ein rundes Bein gemacht. Ich denke, das ist auch eine Sache, warum das jetzt nicht so ganz hundertprozentig aufklappt. Der rundes Bein, den finde ich toll. Optisch finde ich den toll. Aber ich glaube, wenn man gerade rücke, wird es besser aufklappen. Aber das sind halt diese Erfahrungssachen, die mir halt so machen. Ne? Darum teile ich das auch mit euch. Also ihr könnt es euch dann einfach anders machen. Wenn ihr mal gerade rücke zum Beispiel oder ganz normal, ich habe jetzt ein Hiddenspine gemacht, ihr könnt ganz normal, dass man die Bindung hinten sieht. Das funktioniert alles wunderbar. Genau, und jetzt geht's los. Ich blätter mal mit euch das ganze Ding durch. Ich zeige euch jetzt mal. Und wenn ihr dann noch Lust habt, am Ende vom Video zeige ich euch einfach ein paar solche Sachen, wie ich zum Beispiel diese Seite da, ich habe da viel mit der Nähmaschine gemacht, muss ich jetzt sagen. Man kann es auch kleben mit Klebeband, aber ich glaube, das ist ein Haufen Arbeit. Ich saß da auch ein paar Tage dran, muss ich sagen. Das habe ich jetzt auch nicht an einem Mittag fertig gebracht. Ich saß, glaube, würde man sagen, 2 komplette Tage Minimum dran. Und ich habe das Buch schon angefangen gehabt, ein bisschen früher. Ich habe mit dem Buch was ganz anderes vorgehabt. Das sollte ein Junk Journal werden. Und dann ist mir das mit einer Puppe so auf den Keks gegangen. Habe ich halt umgeswitcht. Das ist ja wurscht. Ihr könnt ja machen mit eurer Sache, was ihr wollt. Und so mache ich das natürlich auch. Genau. Und jetzt geht's los. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Und ich freue mich über Kommentare oder was ihr da davon haltet. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Da ist jetzt alles drin, was ich so öfters benutze. Ich hatte das früher in solche so Kiste drin, in so Plastikkiste. Und ich habe da immer noch welche drin. Aber die, wo ich denke, die benutze ich vielleicht wahrscheinlich irgendwann mal, die sind jetzt hier drin. Und das möchte ich euch zeigen, falls ihr das mal nachmachen wollt. Da habt ihr jetzt einfach, ich sage jetzt mal, ein handlicheres Buch und vor allem habt ihr mehr Übersicht über das Ganze, was ihr habt. Das ist ja aufgebaut wie so eine Art Briefmarkealbum dann. So, und jetzt können wir uns gerade mal hier vorne die Dekoration angucken. Natürlich habe ich jetzt natürlich da auch was benutzt, was innen drin vorkommt. Das kleine Mädchen da zum Beispiel. Das hat Schmetterlingsflügel bekommen. Die Schmetterlingsflügel, die habe ich geschenkt gekriegt. Da hat auch mein Töchterle mir dieses Jahr einen Adventskalender gemacht. Und da waren immer wieder solche Schmetterlinge drin. Und da habe ich jetzt einen eben benutzt. Und so hat das kleine Mädele da vorne Flügel bekommen. Genau. Diese Nummer 3, das ist eine Kopie von meinem Buchrücken. Und das war der dritte Band. Das ist quasi eine Kopie von hier unten. Und das habe ich ein bisschen größer kopiert. Und habe es da oben hingemacht. Eben so eine ganz normale Collage wieder, wie es mir gefällt. Das Anhängerle, ich weiß nicht mehr, wo es her ist. Ich glaube, von meinem Happy Mail war das mal. Da habe ich mit Draht so eine ja, Spirale gebogen und mit einem Knopf das da oben hingenäht. Und das ist so ein bisschen Samtstoff von so einem Samtband. Da wollte ich einfach nochmal die braune Farbe irgendwie nochmal auftauchen lassen, wo. Ja, und jetzt geht's los. Haltet euch fest, das Ding ist echt brutal gefüllt. So, da haben wir es jetzt schon. Also vorne habe ich eine kleine Tasche eingebaut. Da ist jetzt zum Beispiel, da habe ich einen Briefumschlag aus transparentem Papier selber gemacht. Und da habe ich jetzt solche, seht ihr, so transparentes, was in den Blöcke da drin ist, so transparentes. So Quotes-Sache und die habe ich mir einfach, die, wo ich denke, die könnte ich mal demnächst benutzen, die sind hier drinne. Und wenn ich mal sowas suche, dann hole ich mir den Umschlag da vorne geschwind raus und kann mir da an so ein Bild irgendwas raussuchen. So, und hier geht schon los. Das sehen wir jetzt. Also ich habe da benutzt ganz normales Cardstock-Papier, also fürs ganze Buch. Seht ihr? Das hat ganz schön viele Seiten. Und ja, das ist schon so, ja,
Ich zeige euch nachher, wie ich die genäht habe und so. Also wenn ihr dabei bleiben wollt, dann könnt ihr euch das nachher angucken. Aber jetzt zeige ich euch einfach mal, um was es geht. Genau, und dann habe ich verschiedene Taschen gemacht. Also ich habe jetzt einfach mal mein Cardstock-Papier was benutzt, weil ich benutze das recht wenig, weil das ist ja ziemlich dick. Aber für den Fall war es jetzt richtig gut, weil das muss stabil sein. Also da hängt echt ordentlich Material drin. Das Ding hat auch ein ganz schönes Gewicht. Und hier vorne habe ich solche Taschen gemacht, und zwar Minimum Doppeltasche, manchmal Dreifachtasche. Ihr seht, da steckt der Junge steckt jetzt hier vorne drin in der vorderen Tasche und die größere Figur stecke in der hinteren Tasche drin. Und so habt ihr so eine dreidimensionale Lage, aber ich sehe, jede Figur kann ich jetzt auf einen Blick sehen und ich muss nicht jedes Mal die 100 Figuren wieder irgendwo reinpacken, weil jetzt wohnen die hier. Und da bleibe die jetzt erstmal, bis ich sie verarbeitet habe oder mal mein Happy Mail verschenkt habe, weil viele sind da doppelt. Ihr seht immer wieder die gleiche Figur, und zwar gibt es die in verschiedener Größe. Weil je nachdem, was ihr macht, mir macht man was Großes, was Kleines, dann brauchen wir die ja auch in verschiedener Größe. Ne? Und nochmal. Also wie gesagt, das sind 100 Stück drin. Diese Packung oder so eine ähnliche habe ich euch unten verlinkt, wenn ihr euch sowas mal zulegen wollt. Kann man schon wirklich viele Sachen mitmachen. Sind nicht alle toll ausgeschnitten, gucken wir da das Mädel an. Das hat, ja, da hat der Tim Holz, habe ich schon mal gesagt, der hat nicht immer so ganz toll ausgeschnitten, aber meistens geht's. Aber ich denke, bei 100 Stück, okay, das wird halt maschinell ausgeschnitten. Das ist halt so. Ich denke, das kann man nicht verhindern. Genau. Da kann man sich ja was überlegen, dass man da irgendwas drüber laufen lässt oder so. Oder irgendwas wird mir da schon einfallen. So. Und hier habe ich jetzt so für mich besondere Aufkleber. Das sind die Ware in so einer größeren Packung drin. Die habe ich halbiert, dass die da reinkommen. Das ist zum Beispiel vom Drogerie Müller. Hat eine Bastelabteilung, falls ihr das nicht wisst. Doch, das wisst ihr. Und die haben tolle Aufkleber und tolles Washi-Tape und so. Wusste ich auch nicht, bis ich vor kurzem mal dort war. Genau, da sind eben diese Aufkleber drin, die so ein bisschen durchsichtig sind auf so Reispapier. Die habe ich jetzt alle hier reingemacht. Und hier sind diese Tasche einfach nur Cardstockpapier einmal so. Also ich habe viel genäht mit der Nähmaschine, muss ich jetzt sagen. Man kann es auch kleben mit doppelseitigem Klebeband. Denke ich mal. Weiß nicht, wenn es so voll ist, ob es dann hebt. Aber ich habe schon so Sachen gesehen, wo man das so machen kann. So, hier habe ich ziemlich viele Aufkleber. Hier habe ich so schwarz-weiße Aufkleber und hier habe ich sie so Gold, die habe ich mal irgendwo bestellt. Da dürfen wir mich nicht fragen, wo. Irgendwo Amazon macht es möglich. Und genau. Und hier habe ich noch mehr, so Blume. Die war ja mal von Action. Da habe ich nur ein paar mehr noch aufgehoben, aber die andere, die finde ich eigentlich schöner. Ja, die war da hier drin auf ihren Einsatz. Da habe ich ganz viele Sachen bekommen, auch von Happy Mails und so. Unheimlich viel, so Tags und so Tickets und solche Sachen. Die habe ich jetzt einfach mal hier probiert, so ein bisschen zusammenzufassen. So, und hier habe ich jetzt, das sind Nummern. Die habe ich von der Barbara, 49 Dragonflies. Die hat ja jetzt einen Shop und die verkauft da auch echt ganz tolle Sachen. Und ich liebe ihre Videos auch über alles. Und die hat eine ganz einfache, schlichte Seite gemacht mit Nummern. Und die habe ich mir gekauft. Die Nummern, die gibt es eigentlich in farbig. Und ich habe sie mir aber in schwarz-weiß ausgedruckt. Und weil ich mag es auch immer mal wieder irgendwo so eine Nummer quasi hinzukleben. Und Barbara hat sich die Mühe gemacht, die Nummern in verschiedener Größe und verschiedener Schrift. Und es kostet nicht viel, das kostet 1 Euro irgendwas. Und dann habe ich mir das mal letzt einfach gekauft. Und so so antike Milch, wie heißt das? Milchcaps da von Amerika. Da fällt mir gerade ein, wo habe ich die eigentlich? Die muss ich noch ausdrucken, die müssen noch hier rein. Genau. Genau, da habe ich oben so ein bisschen, was man so in den Blöcke findet, so Schriftsache ausgedruckt. Die sind ja schon vorgestanzt, ein bisschen ausgestanzt, hier reingemacht. Hier ist eine Seite mit quasi so einfach nur runde Elemente. Das mag ich nämlich auch gern. Da sind noch ein paar so Blumen übrig. Die kann man so als Fokuspunkt irgendwo auch mal hinsetzen.
Da habe ich so Aufkleber gehabt mit solchen Frauen. Die habe ich noch gar nie benutzt, aber ich bin froh, dass ich sie jetzt gefunden habe in meiner Kiste. In der Kiste war er halt, da war alles ein bisschen durcheinander. Zwar sortiert nach Größe, aber mir war gar nicht mehr klar, was ich da alles habe. Das ist jetzt eine Doppelseite nur mit Schmetterlinge. Schmetterlinge kommen ja öfters mal vor. Da habe ich ja jetzt ganz viele Sachen von Happy Mails bekommen, solche ausgestanzte tolle Elemente. Die habe ich jetzt, da kommen jetzt einige Seiten, wo ich die rein habe. So habe ich jetzt einfach mehr die Übersicht, was ich da habe. Da habe ich mal so schöne Umschläge bekommen. Also Taschen sind es. Genau, hier noch mehr von den Stanzteilen. Ich habe ja keine Stanze, aber ich habe von ein paar Happy Mails, wie gesagt, so tolle Sachen geschenkt kriegt und jetzt ist das hier drin. Noch mehr, das sind solche Ecke. Ja, und das ist jetzt zum Beispiel, da habe ich mal so alte Blätter gefunden in einem Buch. Und die habe ich auf transparentes Papier gedruckt und habe die jetzt in einem Tütle drin, habe sie mal jetzt so klein gerissen und habe sie mal da rein. Einfach nur für mich, damit ich sie schnell finden kann, wenn ich es brauche. So, da hatte ich so einen Tag-Block. Da habe ich mir die Sache, die mir gut gefallen habe, raus und habe sie hier rein. Und dann habe ich ja letztens auch mal Happy Mail solche Metallblätter bekommen. Die fand ich auch ganz toll. Die dürfen jetzt hier warten auf ihren Einsatz. Ja, und so, Sena, hat sich das Buch gefüllt bis zum Schluss. Die Aufkleberle habe ich von meinem Töchterle gekriegt, eben in dem Adventskalender habe ich die gesammelt. Da waren die drin. Ja, und das ist von Action von so einem Block. Einfach ein paar Sachen, nur ein paar Sachen, wo mir eigentlich ganz gut gefallen hätten, wo ich nett fand und die habe ich mir ausgestanzt und habe sie rein. Ich meine, ich habe ja noch so mehr so Blöcke. Wenn ich das mal aufgebraucht habe, fülle ich das ja wieder auf. Und hier hinten sind einfach noch ein paar Briefmarken. Ja, so sieht es aus. Hier hinten habe ich noch eine Tasche gemacht. Da kann man, wenn man jetzt irgendwas kauft oder so, da habe ich zum Beispiel noch so eine Tüte liege mit solchen Tabs. Die könnte ich jetzt gerade hier reinstecken. Dann ist das auch aufgehoben. Und es ist alles hier jetzt an einem Ort in einem Buch. Und ja, das war mein Projekt der letzten Tage. Ich sag's euch, das war schon ein bisschen Arbeit, aber jetzt bin ich auch froh, dass das gemacht ist und dass ich jetzt alles übersichtlich habe. Genau. Und wenn euch das gefallen hat, dann bleibt ihr jetzt dran. Ich zeige euch so ein paar Einblicke, wie ich das gemacht habe. Und das ist nicht schwer, das ist halt Arbeit. Genau. So sieht's aus wie mit allem, was wir im Junk Journal machen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und ja, freue mich auf eure Kommentare und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ja, der Buchrücken, der muss breiter werden. Genau. Hier sehen wir jetzt das auseinandergenommene Buch. Und ja, wie macht man so ein Buchrücken breiter? Man nimmt einfach Pappe. Das ist die Rückseite von einem Zeichenblock gewesen. Die habe ich mit Buchbinderleim zusammengeklebt. Also zwei Stück, weil das war ein bisschen dünne Pappe. Und so wurde das Ganze stabiler. Und ihr seht diese runde Form. Die habe ich so gemacht, wo das zusammengeklebt war, ganz frisch. Da habe ich mir eine Apfelsaftschorleflasche genommen und habe die dort das Stück Pappe drumherum gewickelt. Also mit einem Faden festgemacht und habe es über Nacht stehen lassen. Und so hat es die runde Form angenommen. So könnt ihr quasi einen runden Buchrücken simulieren. Aber jetzt haben wir immer noch nicht das Problem gelöst, dass das Pappe ist. So. Da habe ich mich wieder erinnert ans Kittelschürzle von meiner Schwiegermama. Ihr wisst, habe ich euch mal die Story erzählt. Und das war, naja, das war so die Farbe. Und dann habe ich ja Acrylfarbe in alle Varianten, in Gold, in Braun, in Blau. Und da habe ich dann einfach mal jetzt da einfach mal geguckt, wie das, was da rauskommt. Wenn ich jetzt den Stoff, ich habe da einen Briefumschlag drunter gelegt und habe einfach mal wild drauf los gekleckert, habe da so Punkte hingemacht, dann habe ich den Stoff quasi so rum. Handschuhe sind nicht schlecht. Ich habe einfach mit einer Küchenrolle das dann so quasi draufgedrückt, weil die Farbe kommt natürlich durch den Stoff durch. Da müssen wir halt mit den Fingern und so aufpassen. So. Aber wie ihr sehen, kann man mit so einer Methode quasi Stoff einfärben.
Also, wie gesagt, von so nach so ist schon mal nicht schlecht für den Zweck, wie wir es wollen. Da gucke ich jetzt noch ein bisschen die Pünktle raus. Das stört mich jetzt nicht, weil ich erinnere mich ja gern an meine Schwiegermama mit ihrem Kittelschürzel. Also, das ist für mich so ein bisschen, das ist gar nicht schlimm. Also, ich könnte da ja natürlich jetzt noch mehr Farbe drauf machen, aber das mache ich jetzt bewusst nicht. So, jetzt gucken wir uns mal an, wie ich mir das vorgestellt habe, wie das dann rauskommt. So. So in etwa wird es. Ne? Also nicht so breit wie jetzt hier, weniger. Aber die Pappe, die eben da drunter ist, die wird natürlich durch meinen gefärbten Stoff abgedeckt. Und das Farbschema, das bleibt. Genau. Und hier seht ihr jetzt, wie ich mir das vorzeichne. Und zwar, ja, wie hoch die Pappe ist natürlich, weil den Stoff muss ich jetzt schneiden. Die zwei Flügel, die muss ich mir auch noch dazu denken, weil die gehen ja um den Buchrücken drumherum. Und da habe ich jetzt probiert, den Stoff zu reißen, habe ich auch gemacht. Und aber das Ergebnis, naja, war ein bisschen krumm. Aber da habe ich später auch eine Lösung gefunden. Ja, jetzt lege ich das da drunter, lege meine Pappe drauf, damit ich weiß in etwa, wie breit das dann werden muss mit dem Flügel auf der anderen Seite. Und diesmal habe ich schlauer gemacht, habe ich mir das angezeichnet und mit der Schere geschnitten. Also ist vielleicht einfacher. Und jetzt wird die Höhe noch quasi ein bisschen höher ausschneiden, weil diese Lappe oben und unten, die tun wir dann quasi umschlagen, dass man diese Pappe dann, die Schnittkante nicht sieht. Genau. Jetzt probiere ich das noch mal so ein bisschen aus, wie es kommt, ob ich richtig geschnitten habe. Das muss ich natürlich, bevor ihr anfangt zu kleben, irgendwie was mal vorher kurz hinhalte. Und natürlich immer beachte, was ist oben und unten am Buch, weil wäre ein bisschen schlecht, wenn es jetzt dann verkehrt rum nachher stattfindet. Genau. Und ja, ich meine, ich habe das auch noch nicht so oft gemacht, das ist jetzt mein zweites Mal. Da zeichne ich an die Klebefläche quasi, wo ich später diese Pappe dann auf diesen Stoff hinkleben möchte. Und jetzt kommt wieder der Buchbinderleim zum Einsatz. Also das ist gigantisch, wie das, also mit dem kann man alles kleben, habe ich jetzt festgestellt. Also echt eine tolle Sache. Und ja, also ich verteile den erstmal auf die Pappe, wie ihr jetzt da sehen. Und genau, also so richtig wie dick oder wie dünn, das mache ich nach Gefühl einfach. Also kenne ich mich nicht so richtig aus, aber es hat Kobe. Ja, genau, und da das Vorgezeichnete, das konnte ich mir jetzt dran orientieren, dass es so einigermaßen dann so mittig dann da landet, wo ich mir das vorgestellt habe. Und dann ist es wichtig, dass ihr das wirklich gut fest drückt. Also ich nehme da diesen Bone Folder und ja, das ist natürlich jetzt in vierfacher Geschwindigkeit, was ihr da seht. Ich habe da schon eine Weile drauf rumgerubbelt. Da schneide ich so ein bisschen diese Ecke weg, dass da nicht so viel Material ist am Schluss. Und dann klebe ich diese Ober- und unter diese Lasche quasi dann an die Pappe fest. Und das ist dann vorerst mal so das Einzigste, ja, was man im ersten Schritt dann macht. So sind jetzt die Kante dann schön verdeckt. Dass wenn man von oben aufs Buch drauf guckt, dass man nicht diese Pappe da so sieht. Weil es sieht ja nicht so schön aus. Durch den Stoff sieht man da jetzt nur Stoff dann hinterher und so habe ich mir das vorgestellt. Genau. Und jetzt kommt das Klebeband zum Einsatz. Das ist von meiner Oma, habe ich das gefunden, in ihrem Häusle übrigens. Schönen Abstand lasse, Minimum 2 mm, weil das ist ein Scharnier. So. Das können wir nachher alles schön verdecken. So war es natürlich nicht geplant, dass das da verreißt. Ich denke, das gibt ein bisschen nach. So, dann werden wir dann noch mal eine Runde drüber kleben, wenn es da meint, das muss ich da gleich verabschieden. Das so ist natürlich nicht gedacht, ne? So, ich schneide das da oben ab. Jetzt klebe ich das gerade da drüber. So, wie ein Pflaster. Hämmer's repariert.
Polster kleben wir ja dann nachher noch fest mit dem Buchbinderleim. Ja, genau so Sachen passieren halt, dass mal was schief läuft, aber da brauchen wir euch nicht gleich verrückt machen. Kleben wir halt einfach nochmal was drüber. Das sieht dahinter niemand, weil das wird dahinter alles noch verkleidet. Was darunter stattgefunden hat, das wird kein Mensch mehr entdecken. Ja, und jetzt tue ich mit dem Buchbinderleim diese Flügel quasi festklebe. Und da tue noch schon eine ordentliche Portion drauf. Und ich mache das so, dass ich einfach das Buch mir auf den Schreibtisch lege dann und drücke das erstmal so fest. Da hätte er dann eine schöne gerade Fläche dann gehabt und ihr könnt gut drauf drücken einfach. Und so hat es wunderbar gehalten. Genau. Auf der anderen Seite natürlich machen wir das genauso. Schön alles einstreichen. So rum fest drücke durch den hintere Buchrücke dann durch quasi. Den Buchbinderleim immer schön verschließe, dass dann nicht irgendwie das austrocknet. Genau. Und den Übergang da vom Buch zu meinem selber gefärbten Stoff, da kommt später noch was hin. Das bleibt nicht so. Und das ist jetzt der Originalbuchrücke. Da habe ich ein bisschen außer so mit Distress Ink so ein bisschen braun gemacht und auch wieder mit dem Buchbinderleim den dann einfach aufgeklebt. Schön mittig und es hebt wunderbar. Also das sind meine ersten Erfahrungen da damit und ich kann euch sagen, es funktioniert super. Sonst bleibe ich so sitze die nächsten 5 Stunden und hoffe, dass das sich verbindet. Ja, das ist ein bisschen schwierig mit dieser Biegung, die ich mir da überlegt habe. Ich kann das jetzt nicht flach drücken, das wäre ja ein bisschen kontraproduktiv. Was mache ich jetzt? Lass mich mal überlegen. Meine große Büroklammern könnte helfen. Ah, erinnert das auch immer, dass ich dann die kleine damit verbinde. So. Tun wir da einfach mal so große Büroklammern drauf. Und dann tut sich das ja auch ein bisschen miteinander verbinden. Ne? Und hier sehen wir jetzt, was ich da drauf machen will. Auf den Übergang dahinter habe ich so ein Stück Jute mit Spitze drauf und ich habe mir die Spitze einfach abgetrennt. Und damit die ein bisschen braun wäre, habe ich die über Nacht oder habe ich den Kaffee getunkt und habe sie über Nacht trocknen lassen. Aber das kommt später noch. So, und das ist jetzt die Vorbereitung für die Signaturen. Ihr müsst ja diese Löcher euch, das könnt ihr euch in einem anderen Video angucken, wo ich das schon mal gezeigt habe, wie ich den Hidden Spine gemacht habe. Und oder Luisa hat auch ein ganz tolles Video zu Hidden Spine. Da ist das super erklärt. Den Spine, der kommt ja auf ein Stück Pappe und das habe ich verkleidet hier mit so einem hellen Stück Stoff. Das war mein Kissebezug. Genau, und dieses Muster quasi, da müsst ihr euch immer markieren, was ist oben. Das ist ganz wichtig. In der Signaturen müsst ihr wissen, wo oben ist, weil es gibt später ja Taschen, da muss, die müssen von oben befüllbar sein. Und damit es alles mit den Löchern passt, ist es sinnvoll, da so einen Pfeil drauf zu machen mit, wo ist oben. Ja, sonst passt es hinter mit den Löchern nicht. Genau, jetzt habe ich den Stoff da einfach drauf geklebt und das ist jetzt das gleiche Prinzip wie vorhin schon. Da wird ja später, kommen da die Signature oder halt die Signature, das ist ja euer Papier, was in das Journal reinkommt, die wäre später auf diesem Stück Pappe dran genäht. Nicht auf der Buchrücken direkt, sondern erstmal auf das Stück Pappe. So, und hier sehen wir jetzt quasi, wie ich die auf dieses Cardstock-Papier, diese Tasche gemacht habe. Da ist jetzt schon mal einmal durch die Nähmaschine gerattert. Ich erkläre euch das aber nachher gleich nochmal ganz genauer. Dieses schwarze Washi-Tape, mit dem habe ich da nur die einzelnen Stücke Papier befestigt. Da ist es jetzt schon entfernt und jetzt schneide ich es mit meinem Action-Schneidbrettel da in Stückle durchs Genähte durch. Das macht nichts, da wo es halt ein bisschen hängt, müsste man mit der Schere halt einfach nachschneiden. Da habe ich jetzt alles auf die entsprechende Breite dann nochmal geschnitten, weil drunter war ja ein DIN A4 komplettes transparentes Papier. Und das erkläre ich euch jetzt dann gleich. Und diese einzelne Tasche, die habe ich jetzt ab und zu mit der Nähmaschine aufgenäht, aber auch ab und zu mit doppelseitigem Klebeband. Das klappt
bombig. Ist viel Arbeit, aber es funktioniert. Oh, Mist. Jetzt habe ich auf der falschen Seite das Klebeband hingemacht. Na egal, dann wird es halt falsch rum hingeklebt. So, Sache passiere halt wieder. So, also mit dieser Faltmethode, ich zeige euch das jetzt mal. Also ich habe hier so ein Stück transparentes Papier genommen. Heben wir mal das Ding hin. Also 5 bis 6 cm. Dann habe ich das halbiert. Dann wollte ich zuerst solche Taschen machen und ich habe es halbiert, damit da oben so eine schöne Kante ist, damit man da schön was dahinter stecken kann. Und dann habe ich mir überlegt, ja, irgendwie kann man da doch ein bisschen mehr draus machen. Dann habe ich angefangen, da was nach oben zu knicken. Dann dachte ich, okay, jetzt kann man da oben was reinstecken und dahinter. Dann ist mir eingefallen, ich könnte es mal umdrehen. Jetzt habe ich da oben zwar keine doppelte Kante mehr, aber man kann ja trotzdem was dahinter stecken. Und hier eben auch. Und es geht dann auch tief genug rein. Und das Ganze kam ja jetzt auf dieses große DIN A4 Papier. Transparente DIN A4 Papier. Dadurch sind die kleinen Dinger so groß geworden. Das ist ja jetzt da drauf gekommen. Und jetzt habt ihr quasi noch mehr Tasche. Wenn man das jetzt eben, das ist ja jetzt so ein Fall hier drauf, klebe, haben wir jetzt hier hinten eine Möglichkeit. Jetzt hängen wir jetzt gerade mal was rein. So, da habe ich jetzt einfach so ein transparentes Papier. Wir können jetzt ganz hinter das reinmachen. Wir können es aber auch hier in die zweite Tasche reinmachen oder ganz vorne in die kleine. Und ich habe es ja jetzt gedacht für zum Beispiel Briefmarke oder so. Mal hier, der habe ich ja letzt von der Elfriede geschenkt bekommen. Vielen Dank, Elfriede, nochmal für die Briefmarke. Genau. So. Also wie gesagt, die größere kann man ja hinten reinstecken. Die kleinere kann man vorne reinstecken. Aber so war das jetzt gedacht. Also ihr habt jetzt dadurch einfach dreifache Tasche oder doppelte Tasche, wie auch immer. Und eben, man hätte es jetzt auch hinnähen können, aber ich habe jetzt gedacht, wie immer hat nicht jeder Nähmaschine. Also ihr müsst es nicht nähen, ihr könnt alles mit diesem Klebeband machen. Ich meine, man sitzt eine Weile, das gebe ich zu, aber wenn ihr ein gutes Klebeband habt, und das ist echt ein gutes, das ist von Scotch, dann hebt es euch einwandfrei, genauso gut wie wenn es, also das wird jetzt nur da drauf geklebt, das kriegen wir nicht mehr runter. Also wenn ihr das runterreißt, dann reißen wir euch den Karton kaputt. Also das hält Bombe sicher und so hätte man auch diese doppelte Tasche machen können. Man sitzt halt länger. Mit der Nähmaschine, wenn man da so durchrattern kann, geht es einfach schneller. Aber ihr könnt euch das einteilen. Man kann ja, man muss das ja nicht an einem Tag fertig haben, so ein Folder, das kann einfach, ja, da kann man sich Zeit lassen. Da habe ich solche quasi aus eure Scraps, aus den Streifen, die man immer irgendwie übrig hat. Denn da, die sammeln wir ja. Und aus solche Streifen kann man auch sowas machen. Das Maß müsst ihr euch halt einmal festlegen, dann legen ein paar Streifen auf ein großes Blatt Papier, näht drumherum, genau wie gerade eben. Und ich habe auch transparentes Papier drunter. Und dadurch habt ihr jetzt wieder die Möglichkeit, also da ist es jetzt auch so, ich weiß nicht, sieht man jetzt vielleicht schlecht, aber ich zeige es euch trotzdem mal. Ihr könnt jetzt hinterein in die transparente Tasche was stecken. Gut, das steckt jetzt ganz hinten. Wenn ihr jetzt irgendwas Kleineres habt oder so, könnt, oder eins, wo ihr meint, es fällt euch raus, da könnt ihr, ihr könnt dieses Band da benutzen, das ist wie ein Bellyband. Das wird auch halten, das wird nicht runterfallen. Aber ihr könnt es auch hinter das Band stecken. So. Und hier oben. Da habe ich leider nicht gut genäht, wenn ich euch das mal gerade zeige. Da, ganz schräg.
voll Bollenhut-Style. Da unten werde ich noch ein bisschen Klebeband drunter machen. Dann ist das nämlich eine Tasche, ohne dass da was durchguckt. Dann bleibt es einfach da hängen. So ist es eigentlich gedacht. Da ist mir die Naht verlaufen, weil ich habe das komplett durchgenäht. Von innen auch. Also ich habe mich hier orientiert. Habt ihr schon mal gefüllt, habt schon mal geguckt, wie es ist. Das ist ein Bellyband, da könnt ihr euch Sachen dahinter stecken, aber ich habe hier auch noch unten drunter genäht. Genau. Und so habt ihr da durch diese Bellybänder, die da automatisch noch mit drauf sind, einfach verschiedene Möglichkeiten, eure Sachen da quasi aufzubewahren. Das ist einfach mal nur so für mich jetzt so Probe gewesen, ob das Zeug überhaupt hält, ob irgendwas rausfällt. Ja, ne, das fällt durchs Bellyband trotzdem nicht raus. Fällt nichts raus. Genau. So, hi. So sieht's jetzt aus. Ich sag's euch. Ich bin heute Nacht gesessen bis um 2:30, um diese ganze Tasche da zu nähen. Und es müsste 9 Signaturen sein. Da versteckt sich noch. Ja. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Genau. Und die habe ich alle unterschiedlich gemacht. Das ist eher so der Briefmarke-Style. Da kann man dann größere Sachen reinhängen. Die sehen, wie gesagt, wirklich jedes sieht unterschiedlich aus. Ich habe mein ganzes, oder ich habe einiges von diesem, oh, da habe ich schon welche drin. Die mache ich jetzt nochmal raus, weil ich weiß noch gar nicht, welche wohin kommen. Das habe ich nur mal so probiert, ganz am Anfang, wo ich mal probiert habe, ob das überhaupt so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. So, jetzt machen wir die nochmal raus. Weil ich mache jetzt, ich nähe jetzt diese Signature jetzt erstmal in mein Buch rein und dann wird es gefüllt. Genau, das Prinzip her noch schon jetzt gesehen. Das Papier ist da auch so ein bisschen kaputt, weil da hatte ich mal schon mal was anderes damit vor, aber das stört mich nicht weg, dem schmeiße ich das jetzt nicht weg. Genau, und so sind jetzt alle neuen Signature jetzt fertig und jetzt kommen sie. Jetzt nähe ich sie in das Buch rein. Das ist ja nach wie vor das hier mit diesem breiten Rücken, extra breit. Und genäht wäre sie jetzt erstmal auf dieses Stück Kartstockpapier. Also auf diese Seite kommt es drauf und dann kommt es komplett hier rein. Genau, da wird es dann da reingeklebt. Und ich hoffe, dass das hält. Ich habe ein bisschen Angst, weil ich glaube, das wird ganz schön schwer, wenn diese ganze Sache da dann auch gefüllt sind. Genau. Aber learning by doing, wenn es da nichts wird, sage ich euch Bescheid. Also ich verheimliche euch da nichts, dann werden wir auch wieder eine Lösung finden. Genau. Und das ist jetzt meine nächste Aufgabe. Also es hält immer noch, das kann ich euch jetzt schon sagen. Das Voice-Over mache ich jetzt ein paar Tage später und ich habe es jetzt schon eine Weile in Benutzung gehabt. Ja, und da seht ihr jetzt quasi, wie ich die Löcher von meinem Musterpapierle da übertrage auf die Signaturen. Ich mache so einen 5-Loch-Stich und das müsst ihr auf jeder Signatur immer beachten, wo ich oben mit dem Pfeil einfach schon mal vorbohre. Da habt ihr es dann einfach hinterher einfacher, wenn ihr dann mit der Nadel, und ihr müsst auch wissen, wo ihr da reinstechen müsst, dass das hinterher dann, dass die Bohrungen identisch sind. In eurer Signatur, auf dem Pappestück, überall müssen die Löcher ja übereinstimmen. Darum tut man sich die vorzeichnen und vorbohren. Und was ich da benutze an Pfade, das ist so ein, wie sagt man, so ein, so eine Bratenschnur gibt es ganz günstig. Die ist in so einem Becherle drin. Vom Edeka habe ich die, glaube ich. Ich weiß nicht mehr genau. Oder DM. Und die ist ganz stabil. Das ist eine stabile weiße Schnur. Da tut man so Rollbraten oder so eigentlich in der Küche mit zusammenrollen. Und ich benutze die, um meine Bücher zu binden. Genau. Wenn es ein bisschen schwer durchgeht, weil das ist ja durch Pappe und alles Mögliche durch, das seht ihr, da habe ich so eine kleine rote Zange liege. Da könnt ihr einfach eure Nadel gut mit greife und dann können wir die durchziehen. Das ist einfach, weil die Nadel ja ein bisschen so rutschig ist. Das ist einfach so kleine Hilfe. Ja, das funktioniert dann ganz gut. Und ja, da habe ich jetzt meine 9 Signaturen, eine nach der anderen auf meine Pappe drauf genäht.
Das ist, da sitzt man eine Weile dran, aber es funktioniert. Also der Stich ist ganz einfach, da sehen wir jetzt, alles ist drin. Und jetzt kommt das ganze Geschoss auf diesen riesige breite Buchrücken. Es ist immer noch drin, es hat geheilt, ich bin ganz froh. Und da verteile ich den Buchbinderleim auf dem Buchrücken erstmal und dann noch auch auf den Schnüre von der Signatur von diesem Cardstock-Papier. Und jetzt geht's los. Jetzt müsst ihr das komplett, wie es ist, also auf dem Stoff aus, auf deine Lappe habe ich jetzt keinen Leim, weil ich möchte einfach Zeit haben, das schön zu vermitteln. Da lassen wir euch Zeit. Natürlich aufpassen, wo ist oben, nicht, dass es verkehrt rum da rein. Also nichts Schlimmeres, als wenn es verkehrt rum drin ist. Und mit dem Bone Folder oder mit irgendwas gehen wir da nochmal dazwischen, zwischen die einzelnen Signaturen und tun euch das schön festreiben, weil die zwei Pappestücke, die müssen sich ja gut verbinden. An dem hängt es dann. Da wird dann nichts mehr genäht oder so. Das klebt nur durch den Kleber. Genau, dann habe ich das mal eine Weile so verschlossen mit so einer Klammer oben und bin dann nochmal so an die Signatur dran gegangen. Und jetzt kommt das Stückle Spitze, was ich da mit Kaffee so ein bisschen gefärbt habe. Das habe ich jetzt auch mit dem Buchbinderleim, der trocknet transparent. Das sieht man hinterher nicht mehr. Habe ich das einfach da drauf geklebt. Und natürlich die Dekoration. Ja, da habe ich ja dieses kleine Mädele da gemacht. Und da habe ich jetzt ein bisschen Spitze und Verbandsmull drunter. Und das klebe ich auch ganz normal mit dem Buchbinderleim drauf. Hält wunderbar. Und das war's. Genau. Eine kleine neue Anregung für euch, falls ihr euch auch ein bisschen mehr Übersicht verschaffen wollt über eure Sache. Und das Mädel kriegt noch ein bisschen Schatten unter die Füße, sonst hängt die so in der Luft.